Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zockkanal zur weiteren Folge FIFA 22. Und ja, Leute, zuletzt lief es okay. Wir haben 2-1 gegen Lok Moskau gewonnen. Wir haben 4-3 gegen Juve gewonnen, wobei es da echt noch tricky war. Heute gehen wir so ein bisschen vor. Ich würde gerne so souveräne Siege einholen. Bisschen die Defensive weiterhin stabilisieren, dass die da hinten gut stehen. Und ich würde auch sagen, wir gehen gleich rein ins Duell gegen Bologna. Gucken mal, was wir hier dann am achten Spieltag so liefern können. Hier mal die Aufstellung vom FC Bologna mit Skorupski im Tor. Auch ein underrateder Keeper in der Realität, muss ich sagen. Dann Bonifazi, Amartey und Binks in der Dreierkette. Mendes, Villa, Serda und Michael bilden das Vierermittelfeld. Hernandez und Traoré so ein bisschen als hängende Spitze und ganz vorne Fernando. Hier also das Team von Bologna. Gerade Skorupski, also immer wenn Juve gegen Bologna gespielt hat und dann Skorupski da im Torstand hat, er mal richtig stark pariert. Ich weiß nicht, wie es gegen die anderen Gegner immer so ist, aber jedes Mal, wenn Juve gegen den spielt, dachte ich mir mal, Alter, könnte der nicht ganz woanders spielen als bei Bologna? Der hat eigentlich echt immer gut gehalten. Also ich finde den echt gut. Auf jeden Fall hier Sommer bei uns im Tor. Der hat bisher auch gut gehalten, muss man sagen. Dann Viererkette mit Hernandez, Sanna, Militao und Dodo. Im ZDM dann Emre Can und Sandro Tonali. Im ZOM dann Florian Wirtz und Rafael Leao und ganz vorne dann Richard Leeson und Zaza Kalajdzic. Milan also auch hier mit der absoluten Top-Formation im Stadio Renato Dall'Ara. Ja, der Ball war gut gespielt, jetzt Bologna auf dem Vormarsch. Bologna auf dem Vormarsch und der Ball ist drin, das müsste aber abseits gewesen sein. Korrekt. Da stand Traoré zu weit vorne. Hier zeigt der Linienrichter auch die Fahne. Hier sehen wir es nochmal. Ja, muss man nicht diskutieren. Ganz knapp. Dodo. Wirtz hier jetzt auf Can. Tonali. Oh, der Ball ist gut gespielt. Dodo wollte dann gleich weiterspielen. Den hätte er höher spielen müssen. Jetzt hier Richarlison. Florian Wirtz auf Dodo. Dodo mit dem hohen Ball. Zaza Kalajdzic. Und es steht 1-0 Milan. Auf Kalajdzic kann man sich momentan verlassen. 0-1 vorne hier der AC Mailand. Durch die Nummer 11. Ja, unglaublich starker Neuzugang bisher, ne? Also Zaza Kalajdzic ist richtig eingeschlagen bisher. Hier sehen wir auch noch das gute Spiel. Florian Wirtz auf Dodo, der hat da ein bisschen Platz. Der mit der perfekten Flanke. Und Zaza Kalajdzic hat da natürlich überhaupt keine Probleme mehr, den aus der Distanz reinzumachen. 18. Minute, das 6. Tor im 6. Spiel für Kalajdzic. Das nenne ich mal einen absoluten, ja, Transferhammer bisher, ne? Boah, das ist ein großer Fehler. Bakaric kommt da nicht ganz ran. Aber Rafael Leao, gute Bewegung. Rafael Leao, Glück für Bologna, dass das nicht bestraft worden ist. Jetzt hier Freistoß Bologna. Bakaric klärt den, spektakulär, aber wichtig. Amartey, nee, Florian Wirtz, stark. Florian Wirtz hat das gut gemacht. Dreht sich da. Und jetzt der Pass auf Bakaric, vorhin noch selber gut geklärt. Und jetzt hier die Riesenchance, Bakaric. Oh, ist das schwach. Ist das schwach von Bakaric, den musst du machen. Wollt den zu platziert reinmachen. Spiel ist rum. 0-1 gewinnt hier Milan. Wahrscheinlich werden die beiden Spieler des Tages nicht einmal in den Highlights gewesen sein. Also ist nicht so unwahrscheinlich, denn Sanna war schon sehr, sehr stark. Aber was Militao alles abgeräumt hat, ne? Also er hat wirklich alles von Bologna abgeräumt. So ist es halt bei Innenverteidigern. Manchmal sind sie dann eben nicht in den Highlights. Oder sehr, sehr oft, gerade halt so bei Gameplays. Gerade wenn sie auch noch die besten Männer sind, ne? Aber der hat so gut gespielt, Militao. Das ist ein Wahnsinnstyp. Und er hier wurde auf jeden Fall ein Ticken besser. Ein GS nach oben gegangen. Ist jetzt Innenverteidiger. Und Tonali gesperrt in der Serie wegen zu vielen gelben Karten. Na gut. Nächstes Spiel ist jetzt gegen Red Bull Salzburg in der Champions League. Mit einem Sieg wären wir auch schon fast weiter, ne? Wenn jetzt allgemein mal kurz in die Jugendmannschaft so guckt, ne? Ja, muss man sich auch fragen, was bringt uns dann Stoika, ne? Ich meine, der hat ein großes Potenzial, da muss man halt mal schauen, ne? Ob man die dann irgendwann verleihen kriegt. Auch bei Testa und Co. Das wäre schon wichtig, dass wenn man sie hochzieht, dann auch direkt verleihen kann, ne? Aber gut, gehen wir erstmal rein gegen Red Bull Salzburg hier. Hier haben wir die Aufstellung von Red Bull Salzburg. Und zwar Matthias Jeißli, der Trainer, der Ex-Innenverteidiger von Hoffenheim, ne? Auf jeden Fall hier Justin Bigelow im Tor, dann Ludwig, Ongwene, Valiant, Guindo, Onana, Capaldo, Kjærgaard und Sudic spielen das Mittelfeld. Und Solanke und Joeng, keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen war, im Sturm. Auf jeden Fall, so spielen hier die Salzburger.
auch schon ein ganz schön verändertes Team, ne? Mit Justin da hinten auf jeden Fall einem richtig, richtig geilen Keeper drin. Kennen wir ja auch noch, ne? Wir gucken auf jeden Fall gleich hier auf die Aufstellung von AC Milan, denn im Tor hat sich auch was geändert. Odero kriegt seine zweite Chance, sein zweiter Einsatz hier in dieser Saison. Dieses Mal in der Champions League darf Jan Sommer mal pausieren. Dani Hernandez, Sander, Militao, Dodo in der Viererkette, Cristante, Tonali im ZDM, Florian Wirtz und Kaiki im ZOM und ganz vorne Bakaric und Richarlison. So spielt hier also der AC Mailand auswärts in Salzburg. Freistoß, Susic hier mit dem Freistoß, Militao klärt den fürs Erste. Florian Wirtz, gut auf Dodo gespielt, der überläuft jetzt hier seinen Gegenspieler, Sandro Tonali. Tonali, nein. Dodo, starker Einsatz. Es ist gut gespielt hier von Milan Richarlison. Militao läuft auch mit. Die Flanke jetzt, die Flanke war nicht gut. Die Flanke war nicht perfekt zumindest. Theo hat den aber noch erobert. Und jetzt hier Militao, okay. Der hat doch Bock in den Highlights aufzutauchen. Schöner Volley, aber leider nicht drin das Teil. Und hat auch hier wieder den Ball. Cristante wird richtig hart umgehauen, aber kein Foulspiel, sagt der Ref. Tonali. Der hohe Ball ist perfekt. Militao aber wieder Bijlo dazwischen. Wieder dazwischen. Oh, Sander kommt da nicht gut in den Zweikampf. Oh, das war gefährlich. Das war eine gefährliche Aktion, aber es bleibt erstmal beim 0-0. Jetzt hier Tonali. Tonali stoppt ab, macht das gut, hält den Ball. Oder auch nicht. Jetzt hier Salzburg. Der hohe Ball, das war die richtige Entscheidung. Das war ein richtig guter Ball. Jetzt hier die große Chance. Sander mit einer Weltklasse-Grätsche. Weltklasse-Grätsche von Sander. Überragend. Überragend gemacht. Also diese Innenverteilung aus Sander und Eder Militao, das ist ein Traum, Leute. Jetzt hier RB Salzburg. Die versuchen nach vorne zu kommen. Das ist so ein Spiel, da ein Punch und ich glaube, dann hast du gewonnen. Und jetzt hier vielleicht, na, da hatten sie ein bisschen Platz. Weiß nicht, ob dieser zusätzliche Pass das Beste war. So lang hier. Ne, Dodo dazwischen, Maldini. Richarlison nochmal rüber gespielt. Kaiki. Jetzt hier zu Kalajdzic. Und der Pass kam nicht durch. Schade. Oh, der Ball war gut. Der Ball war gut gespielt. Susic, aber Theo. Theo überragend. Kaiki. Jetzt hier Cristante. Kalajdzic nochmal auf. Richarlison auf der rechten Seite läuft. Maldini mit gut gesehen. Maldini stoppt da, passt den nochmal rüber, noch ein Pass, da ist jetzt Sasa Kalajdzic und da ist der Treffer vom AC Mailand. Da ist der Treffer und es ist natürlich wieder Sasa Kalajdzic. Unglaublich, wie torsicher der Typ ist. Wahnsinn. Wahnsinn. Und es wirkt auch wie ein Spiel, ein Tor und du hast das Ding gewonnen. Ich meine, wir haben 1-0 gegen Bologna gewonnen, 1-0 gegen Salzburg zu gewinnen wäre auch noch sehr schön. Wir können auch gern zu einer Mannschaft werden, die 1-0 immer gewinnt. Am Ende zählt nur der Sieg. Ja, Kalajdzic nutzt einfach, dass Bijlo sehr versetzt war, weil es dann eben doch viel hin und her war. Bijlo wollte die kurze Ecke zumachen, dadurch war die lange Ecke viel zu frei. Dadurch auch dieser nicht super platzierte Schuss im Tor. Sasa Kalajdzic, drittes Tor in der zweiten Champions League-Partie. Es läuft weiterhin für Kalajdzic und den AC Mailand. Nee, das Spiel muss abgepfiffen werden oder noch nicht. Oder noch nicht, Das war nochmal gefährlich, ne? Aber ging nur ans Außennetz. Milan gewinnt 1-0. Zwei Siege, zwei Tore, null Gegentore. Läuft. Hinten die Innenverteidigung ist einfach super sicher. Also Sander und Militao. Ein Traumduo. Besser geht's nicht, ne? Brasilianisch-italienisches Innenverteidiger-Duo. Also besser kann's nicht laufen momentan. Nächstes Spiel ist gegen Empoli. Wir haben erstmal einige Nachrichten. Bakaric, dann hier. Gelbsperre mal wieder. Und Bono gibt es irgendwelche Gerüchte, aber gut. Hat leider auch alles gar keine so richtige Auswirkung, diese Gespräche, wenn man ehrlich ist, ne? Gut, gehen wir rein ins Duell jetzt hier gegen Empoli. Noch ein Sieg wäre schön, um nochmal einen Ticken hochzurutschen in der Tabelle. Hier haben wir die Aufstellung vom AC Mailand. Odero kriegt den zweiten Einsatz hintereinander. Dann Hernandez, Sander, Militao und Bellanova. Mittelfeld aus Can und Krunic im ZDM. Dann im ZOM Rafael Leao und Di Francesco. Und ganz vorne dann Sasa Kalajdzic und Richarlison. Ich will Odero so ein bisschen Spielpraxis auch hier und da geben. Klar, er ist der zweite Keeper. Jan Sommer ist die ganz klare Nummer 1. Spielt ja auch bisher eine gute Saison, Sommer. Aber Odero, dass er vielleicht so in der Saison am Ende seine 10 bis 12, 13 Einsätze hat, ist, denke ich, auch ganz okay als zweiter Keeper.
hat ja auch eine 79, ist also auch ein zuverlässiger Mann. Dementsprechend soll er ruhig ein bisschen spielen. Player wieder mal im Tor von Empoli, das ändere ich gleich. Dann Dragusin, Dardai, Ayala, Bernandoni. Ich sag dazu nichts. Ich sag dazu einfach nichts. Hier die restliche Aufstellung bei Rami dann hier und haben wir Stulak und Young. Ich habe diesmal nicht drauf geachtet, ne, aber ja. Ich ändere das mal eben kurz, damit eben nicht so ein bescheuerter Scheiß da stattfindet. Belanova. Di Francesco. Jetzt hier Richarlison. Karlajcic weitergeleitet auf Leao. Der wiederum den hohen Ball auf. Ich komme gleich zum Kommentieren. Ball auf Richarlison und wer macht den Treffer? Es ist Karlajcic. Ich bin nicht ganz hinterhergekommen mit dem Kommentieren, aber Sasa Karlajcic ist einfach zu gut. Bernandoni im Tor, wo er auch hingehört, hält den Ball nicht, hat da keine Chance mehr, weil Milan das einfach richtig schön spielt. Sehen wir nochmal Leao rüber auf Richarlison, der mit dem Kopf zu Karlajcic und der denkt sich, ey, habe ich nicht heute in dieser Saison schon ein paar schöne Tore gemacht? Noch ein Seitfalls hier hinterher. Bernandoni, keine Chance, dass er da noch abspringt, war eigentlich ein bisschen lächerlich. Und Karlajcic, 7. Tor in der Serie A, im 7. Spiel in der Champions League, hat er auch schon mehrere Treffer gemacht in wenigen Einsätzen. Also er ist der absolute Top-Stürmer des AC Milan. Freistoß Richarlison, spielt den kurz. Theo mit der Hacke jetzt hier auf Leao. Die Flanke ist richtig gut und boah, Krunic wollte es auch schön machen. Leider etwas zu schön, ne? Leao hier und Krunic denkt sich, ey Karlajcic, guck mal. Leider daneben. Militao war da knapp dazwischen. Auch hier Krunic stark gemacht. Di Francesco. Der Pass auf Belanova, da ist jetzt zu viel Platz. Da ist jetzt zu viel Platz auf dieser rechten Seite. Belanova. Belanova stoppt ab. Flankt den super schwach rüber. Aber was macht Empoli da? Was macht bitte Empoli da? Und jetzt hier Karlajcic mit dem Lupfer. Und das ist der Treffer. Und schon steht es hier weiterhin nur 1-0, weil es abseits war. Es war abseits. Wir gucken gleich mal drauf. Wir sehen hier... Ja, korrekt. Krunic. Sasa Karlajcic. Jetzt hier Richarlison mit dem hohen Ball. Und Leao. Karlajcic gut weitergeleitet. Krunic auch nochmal weitergeleitet. Di Francesco macht ihn nicht. Da ist Richarlison, macht ihn auch nicht. Richarlison verspringt den Ball da ein bisschen weg. Am Ende bleibt sie erstmal nur beim 1-0 für den AC Milan. Aber es könnte gefährlich bleiben. Denn Richarlison, der Ball ist gut. Und es steht aber immer noch nicht 2-0. Weil eben Bernardoni da ist. Und jetzt vielleicht. Karlajcic, nein. Schade. Die Ecke. Boah, der Ball. Audero hatte den. Wichtig, aber das war nicht gut geklärt. Sanna, nein. Jetzt vielleicht die Chance. Und der ist jetzt drin. Der ist jetzt doch drin. Schade. Wir können die 0 nicht halten. Na, hätten wir den Ball weghauen müssen, ne? Das war einfach nicht gut geklärt. Empoli bezwingt dann doch mal diese Verteidigung hier. Aus einer Standardsituation, muss man auch sagen, heraus. Sanna hatte den hier. Gut, er konnte den auch gar nicht klären, ne? Was soll er da machen? Hat den gerade so berührt, gerade zum Klären. Da war da der Empoli-Spieler, also keine Schuld. Der Ball rotiert sich dann nach außen. Audero kommt da nicht mehr hin. 1-1. Empoli könnte uns hier echt einen Ausgleich abgewinnen. Ah, aber das war jetzt nicht optimal. Kaiki, Bakaric, der Pass muss einfach nur kommen und jetzt ist hier Kaiki. Kaiki, die Riesenchance und er macht ihn rein. Er macht ihn rein, der junge Brasilianer. Eiskalt, ne? Es war die große Chance und alle Milan sind so... Yes, er macht ihn. 2-1 Milan, Last-Minute-Sieg, immer mit die Schönsten. Herr Audero freut sich auch wie verrückt. Damit haben wir 3 Siege in dieser Folge. Ja, die Milan-Fans alle am Durchdrehen. Sehr schön. Ein bisschen Haarverlust war auch am Start. Aber hier Bakaric im richtigen Moment gepasst. Und dann Kaiki. Ganz ruhig. Macht ihn aber rein. Bernardoni ohne Abwehrchance in dem Fall. Macht sich breit. Denkt, er geht ins lange Eck. Versucht so breit wie möglich sich zu machen. Aber Kaiki ist da eiskalt. Schöner Treffer für den jungen Brasilianer. Insgesamt sein 3. Tor in der 7. Partie, der perfekte Joker von der Bank aus. Und das Spiel ist jetzt rum und damit ein ganz wichtiger Sieg für uns, ne, um weiter zu klettern in der Tabelle. Sehr, sehr schöner Sieg, Leute. Sehr, 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 sehr schöner Sieg. Sehr gut. Empoli hat ja auch gar nicht so viele Chancen.
Napoli, Roma unentschieden gespielt. Udine hat gewonnen, die echt bisher auch eine gute Saison spielen, aber da gucken wir gleich mal drauf. Gehen mal kurz vorne. Auch nochmal ein paar Nachrichten. Und dann hier, yes, Tonali, passt schon. Also, in der Tabelle sehen wir dann. Unser Stadtrivale Inter ist momentan Erster mit insgesamt 23 Punkten. Auch die einzigen ohne Niederlage bisher. Gefolgt von Udine, gegen die wir als nächstes spielen, dann Torino, Milan, Fiorentina, Lazio und Co. Juve nur auf Platz 9, aber gut, immerhin auch 15 Punkte, also nicht so weit weg. Und ganz oben irgendeine Überraschung? Ah, Empoli ist tatsächlich Letzter. Also gut, dass wir auch da gewonnen haben, ne? Sonst hätten wir den Letzten einfach mal einen Punkt geschenkt. Das wollen wir natürlich nicht. Und ja, Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Euer Veloce meldet sich ab und bye bye.